Weißt du, alle nicht, sie kommen alle nur darum, sich selbst zu treffen. Das ist ganz leicht. Tauscht dich gerne aus. Second-Hand-Bazaar. Okay. Takashi ist auch ganz. Der mit der Schlägermütze. Guten Geld. Ein Schläger aufgefallen. Ich hab gedacht, der Schläger mit der Mütze. Ja, der Schlägermütze. Ja. Gut. So, letzte Runde. Wer kann noch boxen? Cassius Clay. Ja. Mohammed. Gut. Ja, wieder keiner. Guck mich um. Wer mit seiner Mütze? Unter jeder Mütze steckt noch die Mütze. Grütze, darum sagen die Schweizer mal Grütze. Alle miteinander. Grütze. Da erkennt eine Grütze die andere immer. In Indien sagt man Namaskar. Namaskar. Alle Namen der Welt begrüßen sich. Ja, haben Sie mal eine Frage. Könntest du dir noch mal vorstellen, nach Marokko mit uns zu gehen? Nein. Ich bin im Rock entwachsen. Dann muss ich nach Marokko, dann ist der Prakash wieder das Teufel, dann haben wir Probleme. Ich war der Satan für ihn. Ja. Für ein paar Tage. Nee, eigentlich nur für eine Stunde oder so. Boah, so schlimm war das. Wird immer weniger. Ja. Letztes Jahr war es noch ein Tag, davor zwei Tage, jetzt ist nur noch eine Stunde. Das nennt man Demenz. Nächstes Jahr sind so ein paar Sekunden, oder war ein paar Sekunden, war da was? Marokko? Nächstes Jahr sagt er mir, wer bist du denn? Hatten wir mal was zusammen? Kennen wir uns? Gut. So. Ja, Schweiz. Irgendeine Fragen? Mein Kopf kann überhaupt nicht mehr denken. Der hat ja nie gedacht, das macht ja nichts. Das Werkzeug ist zur Ruhe getreten. Okay. Dann müssen wir uns an wen anders wenden. Wo die Grütze noch ein bisschen grützt. Na! Na, du musst noch ein bisschen schwach. Du bist es nicht? Gut. Jürgen, hast du noch irgendwas von Zeit, Ordnung? Nee, nur noch so eine Randinformation. Halt den Rand. Das ist die beste Information, die man kriegen kann. Halt den Rand. Weil der wird immer teurer. Wenn man mit Südafrika handelt. Den Krüger. Halt den Krüger. Weil Gold wird immer teurer. Und Schweigen ist Gold. Warum heißt es halt den Rand? Ja, es kommt eins zum anderen.
wie das immer alles zusammenhängt. Ja. So, was ist deine Bemerkung? Ich halte ihn an. Schweigen ist Gold. Was ist nochmal Blech? Regenwürfel. Ich mag Blech. Blechtrommel. Ja, erzähl doch mal. Ich will mal wissen, was du für eine Wand bemerkst. Okay, ja, nee, nur in Hinblick, weil du Silberborn erwähntest. Neben Neuhaus steht alles leer, alle Hotels, alle Häuser. Ich bin da neulich durchgefahren, wie eine Geisterstadt. Ja, finde ich super. Alles zu verkaufen. Ja, alles für neue Mitbürger. Wunderbar. Nur ja, darum gucke ich mich da gerade um. Ja, ich wohne ja da in der Nähe. Ja, hier in Lissi ist ja nicht klar. Nein, ich bin, im Moment bin ich im Bodenwerder. Im Bodenwerder? Bei meinem Onkel. Ah, in München. In Münchhausen. Da bin ich, der hat mich wieder unter seine Fittiche genommen, weil er noch ein halbes Pferd hat, braucht er mich wieder. Vordere Hälfte oder hintere? Untere. Tisch benutzen. Okay, dann geht's weiter. Fragen. Wo wir singen eigentlich. Wenn ihr das aushaltet. Wir haben ja Musiker hier, Klavierspieler, die können uns ein vorspielen. Honig den Hochzeitsmarsch. Gemüse da. Das ist das Schlimmste, was man hören kann. Und überhaupt, wenn man die Hauptfigur ist in dem Programm. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Und jetzt muss die Schwiegermutter weinen. Die Schwiegermütter weinen nicht. Schwein. Die Mutter der Braut kriegt ein Kind mehr. Und die Mutter. Der Sohn, es verliert einen. Habe ich gehört. Hm? Was macht deine Kundalini? Heute ruhig. Heute ruhig. Eigentlich nicht, nein. Ich könnte gar nicht schlafen. Also. Du konntest eigentlich gar nicht lachen. Schlafen. Du konntest nicht schlafen. Dafür siehst du aber noch ganz fit aus. Aber deine Augen sehen, man sieht unter den Ringen. Du bist mit dem Schlaf verheiratet. Der wollte dich aber nicht mehr. Frag mich was. Ich kann mich schon kaum selbst mehr zuhören. Was? Wenn du dir gar nicht mehr selber zuhören kannst. Das wird auch mal spannend. Warten wir doch mal ab. Manchmal, dann schlafe ich ein. Willkommen. Okay. Noch eine Frage vom Gewahrsein. Ja, kommst du wieder nach Berlin? Ja, ich habe hier letztes Mal auch gesagt, ich komme irgendwann wieder. Jetzt bin ich hier. Das ist vor 4 Jahren gewesen. Drei Jahre. Mhm. 2 Jahre dazwischen? Ja. 3 Jahre. So wenig? Ja. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Aber zu kurz. Wann kommst du wieder nach Berlin? Im Herbst. Freuen weiter. Im Herbst bist du in Tirol, oder? Oder nicht. Also gehst du nicht zurück? Jetzt nach August? Ich gehe nicht zurück.
Ja. Geh dahin. Okay. Geh nicht zurück. Na, ich dachte, du lebst dort. Geh nicht rückwärts. Immer vor, okay. Vorwärts, vorwärts. Zuck, zuck. Gut. Das sind jetzt alles praktische Fragen. Ja. Was ist denn mystische Hochzeit? Was? Was ist denn mystische Hochzeit, von der du gerade gesprochen hast? Wenn du jetzt ein bisschen lauter sprichst, dann könnte dir das irgendeiner beantworten. Was ist die mystische Hochzeit? Das habe ich doch gerade nicht von gesprochen. Doch. Wann? Gerade eben. Mit dem Hochzeitsmann gesungen. Ich habe nichts von gesagt. Dann hat jemand anderes gesagt. Das Wort ist gefallen. Das ist viel. Lassen wir es liegen. Das Wort ist gefallen. Hoffentlich hat vielleicht der Frosch noch bei. Schlimm ist, keiner lässt den Groschen liegen. Sind immer diese Elaborierer. Ja, die Can you elaborate about a bit? Müsst ihr elaborate. Please, Carl, elaborate. Sag mir ein bisschen von der mystischen Hochzeit. Ja, was ist das denn? Mystische. Was stellst du dir vor? Ich kann nicht, was du hier so gelernt hast. So kriegst du mich nicht in Gang. Mystisch oder nicht? Hochzeit ist immer scheiße. Ob mystisch oder nicht? Du musst dir was vorstellen, damit du überhaupt die Frage stellst. Nee, das Wort ist gefallen, ich wollte wissen, was es ist, weil ich eben nicht weiß, was es ist. Du weißt doch, was mystisch ist? Nee, eine Definition bitte. Du musst die Christoph fragen. Das mystisch. Die sind so mystisch aus. Ganz in schwarz. Ohne Blumenkranz. Das ist mystische Hochzeit. Ganz in schwarz, ohne Blumenkranz. Ja. Weil sie hat zwei Ehemänner mystisch verabschiedet. Und sie hat extra ein 5-Jahres-Visum gekriegt, damit sie das Grab in Indien immer besuchen kann. Das nennt man mystische Hochzeit. Da kommt immer was bei raus. Praktisch. Ist das Treffen hier eine mystische Hochzeit? Jetzt will sich er mit mir heiraten. Nein. Bloß nicht. Eine mystische Hochzeit. Das ist was anderes, was mit hoch gemeint ist. Okay. Mit hoch. Naja, ist das sowas wie ein Vereinigungszug? Ist es eher der Polterabend? Ja. Ist das ein Vereinigungszustand, aus dem man wieder rausfällt, oder ist das tatsächlich so ein, wenn... Könntest du sagen. Die Mystiker versuchen immer, sich zu vereinen mit dem Ganzen. Und fallen dann wieder raus. Gut, haben wir es auch geschafft. Ja? Also bei mir kurbelt doch immer wieder im Geist von diese Situation, wenn ich diesen Demenzbetroffenen gegenüberstehe, dann hakt bei mir einfach irgendwas aus, weil ich nicht mehr genau realisieren kann. Da fällt irgendwas bei mir auseinander. Weil die sprechen auf eine Art und Weise, die irgendwie. Also ich habe gesagt, die kriegen was mit, also die können was spüren und wahrnehmen und gleichzeitig ist es vollkommen außerhalb der normalen Logik, in der ich denke und spreche. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das frage, aber irgendwie... Es beschäftigt dich, ja. Es beschäftigt mich auf jeden Fall, weil ich eben... Vielleicht bereitest du dich auf irgendwas vor? Ja, könnte auch sein, dass es eine Intelligenz werden könnte. Ja.
Und da ist halt meine Frage, wie kann das eben in diesem, so wie es geschrieben ist, halt eben ablaufen, das ist halt schlimm und sowas kommt mir wahrscheinlich wohl. Ich habe also einfach ein bisschen Angst davor. Ich glaube, du hast das Schlimmste schon erlebt. Und schlimmer kann es nicht mehr werden. Du hast, bist geboren, hast einen Namen, hast eine relative Figur, hast eine, was immer schlimmer geht. Das sind einfach Nebeneffekte, Demenz oder Krankheit, dass du im Körper hast. Aber die Krankheit an sich ist Körper, Geist. Was mich halt eben beschäftigt, ist diese Realität, dass eben diese Menschen irgendwann wirklich einfach sich selbst im Spiegel hier wiedererkennen. Wenn sie Glück haben, ja. Das denke ich auch. Ich hab also, oder auch nicht. Ich hab manchmal irgendwie, wir nehmen ihn so an, bin aber nicht ganz sicher, ob da etwas ist, also das Bewusstsein ist, oder was auch immer das ist, dass das noch begreift. Also, ob das überhaupt einen Sinn macht. Aber ich glaube, du hast mit ihm mehr Probleme als er mit dir. Ja, genau so ist es. Also warum hast du Angst davor, er zu sein, wenn er dann keine Probleme hat mit einem wie dir? Absolut. Du wirst dann auch wieder einen finden, der so wie du ist. Du guckst ihn an und der hat dann Probleme mit dir. Und du fragst dich, warum hat er jetzt Probleme mit dir? Das kenne ich doch gar nicht. Es ist echt wirklich wahnsinnig, solange es einen gibt, einen Körper hat, hat er Angst vor etwas, was passieren könnte und was dann sein könnte, wenn. Und diese fiktive Möglichkeit von etwas, was man vielleicht nicht weiß, was dann sein könnte, und dann schon Angst vor etwas, was man gar nicht weiß. Ich bin einfach für diese Körperlosigkeit. Ja, auch sterben, du hast Angst vor etwas, was du gar nicht kennst. Du stellst dir was vor und dann, was ist dann? Was mache ich ohne Körper? Also bestätigst du schon, dass es dich dann immer noch gibt. Und weißt es gar nicht. Doch, du weißt jetzt schon, dass es dich gibt, auch ohne Körper, weil du fragst dich ja, was mache ich ohne Körper? Verrückt, ne? Das ist genau meine Angst auch. Also ich habe nicht Angst zu sterben, sondern Angst nicht zu sterben. Die Angst kann ich dir bestätigen. Das ist eigentlich die primäre Angst, die jeder in sich hat, dass beim Tod wieder nichts passiert. Keiner hat Angst vor dem Tod, aber jeder hat Angst dafür, dass da nichts passiert. Ja, du hast recht, jeder hat mehr Angst vom Nichtsterben als vom Sterben. Verstanden. Erfahrung, weiß ich noch. Und dann war mir klar auch, dass die Angst ist so groß, nicht zu sterben. Dann was macht die halt ohne Körper? Also ich habe das erfahren, dass ich bin kein Körper und bla bla bla. Und also dann ist. Ja. Dann suchst du ja einen neuen. Weißt du, da gibt es nicht genug Körper? Jagst in irgendeinen, wo einer schon drin ist und macht ja nichts. Doppelbelegung. Das waren einige. Aber wer bin ich dann ohne Körper? Wie? Wer bist du denn jetzt? Jetzt? Was? Körper halt so, was immer so. Wie was immer. Wie heißt du? Anton. Anton, ja. Dann bist du Beton. Beton? Aus dem Atmen kommt ein Beton. Zeton. Irgendwann bist du durch und dann fängst du von vorne wieder an. Zeton. Detour. Beton. Safran. Safran. Ich verstehe deine Angst nicht. Ich auch nicht, aber. Ich versuche auch noch also, zu verstehen, wie er so feine ist. Natürlich, dass wir Empfindungen, sich Fragen zu stellen, wie bin ich und so weiter. Und reinzuschauen und
Also ich will auch die Angst hier lehren. Aber ich habe kein Problem damit. Dass ich Angst habe. Ja. Ich nehme das halt, ich will das ja auch nicht von dir wegnehmen, weil ich glaube, du amüsierst dich ganz gut damit. Ach so. Meistens wollen sie, bringen sie Probleme auf, damit ich sie ihnen abnehme, aber ich habe kein Interesse. Ich kaufe nicht. Kannst du ruhig behalten. Alles klar. Wenn Sie mal zwei treffen, einer hat so Angebote zu machen, das und das belastet mich gerade, was hältst du davon und nimmst du mir das ab? Und alle, ja, zeig mal. Und dann haben wir den Scheiß am Hals. Ja, das haben wir nicht gemeint. Ja, aber so ist das. Und dann läuft der andere mit der Belastung rum und der andere geht nach Hause und pfeift sich ein. Ja, aber das machst du. Macht jeder. Sich entlasten auf den anderen. Und dann läuft der mit dem Scheiß rum und macht sich Gedanken, warum ging das denn? Warum ist das denn so? Und der andere sagt, der ist ja. Ist öfter so. Meistens. Ja. Das ist normalerweise. Aber meistens spüre ich dann auch, dass mir schneller wird, wenn ich mit jemandem spreche. Also dann bekomme ich den. Weil viele werden auch nicht mehr. Ja, das nennt man Dummheit. Da sollte man mal mit Übungen anfangen. Also wenn einer dir was verkaufen will, drehst dich um und trinkst ein. So, es hilft. Immer einen Schluck, immer einen weg. Und wenn du besoffen bist, nimmst du es nicht mehr an. Oder bist du der Schalter, der alles annimmt? Ja, ich glaube auch, dass du Du jetzt nicht mehr schlafen kannst, weil du so viele Annahmen gemacht hast. Keine Ahnung, also ich mache das aber nicht ersichtlich. Ja, weil du siehst, im Moment nimmst du an, dass es dich gibt. Eine Annahme, dass du einen Körper hast, eine Annahme, dass es dich gibt, eine Annahme, dass da ein anderer ist, der einen Körper hat. Das sind alles Annahmen. Du bist im Moment ein Postschalter. Aber ich habe das schon mal. Ich habe. Du hast gar nichts. Ich habe doch schon mal die Annahme früher irgendwie abgelehnt, aber da war die Adresse falsch. Aber jetzt haben die Adresse wiedergefunden. Ja, hier. Anton wohnt da und da und der kriegt das und das. Genau. Ja, und jetzt hat er angenommen, dass er einen Körper hat, dass er eine Seele hat, dass er ein Leben hat. Und dann fragt er sich, was mache ich mit der ganzen Annahme? Was mache ich mit dem Paket, wenn ich weg bin? Gibt es vielleicht da irgendeinen, der das hinter mir abnimmt? Oder kommt ein anderes Paket? Und was für ein Paket wird das sein? Ich habe dieses Paket noch niemals ausgepackt. Ich muss mit diesem Paket erstmal fertig werden. Das ist ja aber schon zu viel. Du hast ein Paket zu tragen, du. Und dann noch das Paket, was dann demnächst kommt, weil dies möglicherweise mitschleppst dann hinterher. Dann brauchst du wirklich eine Familienaufstellung dahinterher. Möglicherweise jahrelang. Um alle Pakete loszuwerden. Dass du Jude bist, ist ein Paket. Russischer Jude ist Doppelpaket. Und jetzt ist er noch Deutscher geworden. Und dann noch Deutscher geworden. Dann ja, eine Japanerin geheiratet. Man nimmt sie alles an. Ich wollte schon fragen, wie kann ich das jetzt loswerden? Ich habe keine Frage. Er ist mit einer Sache nicht zufrieden. Nur Russe sein hat ihm nicht gereicht. Er muss ein jüdischer Russe sein, dann ein Deutscher werden, Japanerin heiraten. Als nächstes macht er noch einen Isländer und einen Heiratsantrag. Ein bisschen Bigotterie. Ja, ich habe heute gedacht, ich fahre heute so am jüdischen Friedhof. Und dann dachte ich, liegt das also irgendwie, dass ich. Also, du hast gestern hier gesagt, wenn du in Indien bist, dann kann man über die Brahman und Parabrahman und so weiter, also
Was reden die, was reden die EU, Israelis dann? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe irgendwie so diese, die Angst also vor Gott, also das ist halt nichts, nicht Jesus, sondern das ist die gleiche Angst, die du hast jetzt, dass was passiert, wenn du stirbst. Ja. Du weißt gar nicht, was Gott ist und ob es ihn überhaupt gibt oder irgendwas, aber hast Angst vor ihm. Ja. Genauso, wo du jetzt Angst vor hast, was irgendwann mal passieren könnte, weißt gar nicht, was los ist. Und da kommt Nacker von hinten. Gott ist überall. Das ist doch bescheuert, oder? Absolut, ich weiß. Ich verstehe das auch, aber ich versuche, aber. Ich habe versucht, also zu. Für mich, ich beleidige Gott andauernd und warte darauf, dass er mich erschlägt. Ich warte mal, dass der Blitz mich irgendwann trifft. Endlich! Endlich? Also, ich fordere ihn heraus. Wer ist denn da? Ja, weiß ich ja nicht. Ja, du liest ihn vor, wenn du nicht gleich warst. Doch, ich fordere ihn heraus, dass er sich mal zeigt. Oh. Okay. Egal, ob was er dann macht. Spannend hier irgendwas. Ich bin vollkommen gespannt, wie er sich zeigt und was er dann macht. Bis dahin mache ich, was ich will. Ich mache doch, bevor er nicht, was er will, bevor er sich nicht zeigt, dass er irgendwas da kann. Er muss erstmal seinen Zirkus aufmachen. Bevor ich da überhaupt. Der Clown muss erstmal auftauchen, damit ich den Zirkus akzeptiere. Das ist die Geisterbahn. Die Geisterbahn. Da muss ich irgendwas anbahnen. Ne? So total bescheuert. Vor allem Angst zu haben, der sich andere vorgestellt haben und dir erzählt haben, dass sie ihn sich vorgestellt haben. Hat er sich immer bei dir vorgestellt? Nein, das verstehe ich auch, aber irgendwie. Warum hast du denn Angst vor dem Affen? Angst habe ich nicht, aber irgendwie. Ich kann schon die Angst sehen. Was? Weil, ja, aber du kannst die Angst sehen. Ja, oder spüren, was ich meine. Ja, das ist eine Traumatisierung. Ich würde gerne so wie du. Also, ich? Das war nicht so schön. Das überlegt bitte noch. Ich weiß nicht, ob du dir sowas wünschen solltest. Ja, das habe ich auch nicht gewünscht, aber irgendwie. Ja, hat noch eine Angst vor dem sogenannten Hardy, der Hase. Gott, der Hase. Alle stellen sich ihm vor. Mein Hase hat mir gesagt, lieber Hase, mach mich fromm, dass ich in die Rüben komme. Hasenheide, eine Hasenheide. Wenn du Heide bist, glaubst du an Hasen. Die Hasenheide. Möchte noch einer seine Probleme haben? Auf einmal, du bist echt ein Heiler. Weil, wenn die da zuhören, denken sie sich, glaube ich, so, im Gegensatz zu ihm. Kundalini, nicht schlafen, Angst vor Gott, den er gar nicht kennt, der gar nicht weiß, ob es ihn gibt. Und dann auch Angst, was passiert, wenn der Körper ist, den er auch nicht weiß, ob er da ist oder nicht da ist. Boah, das nennt man die reine Kraft der Vorstellung. Ein wahrer Gläubiger findet man selten eigentlich. Eine Rarität. Sollte man einrahmen. Ein Glas aufbauen. Wenn er stirbt, müssen wir ihn mumifizieren und als Karotte verkaufen. Der steht darunter, der Angst hatte, dass er verrückt.